Liebe Geschwister, ich möchte heute was sagen wegen die Gebote Gottes. Zum Beispiel die 10 Gebote. Es ist immer ein Streitthema, ob die 10 Gebote gültig sind oder nicht gültig sind. Also Gott hat die 10 Gebote mit seinem Finger geschrieben auf Steintafeln. Sollte das nicht mehr gültig sein? Und die Frage ist, mit welcher der 10 Gebote haben die meisten Menschen Probleme? Mit dem töte nicht. Ich glaube nicht. Die meisten Menschen stört das Sabbatgebot, das 4. Gebot. Leider. Aber meines Erachtens, die 10 Gebote sind immer noch gültig. Und es ist keine von dem weggetan worden. Ja? Und ich lese dazu 1. Johannes vor, 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Nummer 2. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Okay, und jetzt möchte ich Offenbarung gehen, und zwar 16. Kapitel. Und hier sehen wir etwas ganz Interessantes. In diesem Kapitel sehen wir in die 7 Plagen die Verstöße gegen die 10 Gebote. Zum Beispiel, ich lese von Kapitel 16 in Offenbarung, der Vers 2. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Das ist der Verstoß gegen die 2. Gebot. Die Gebote muss ich jetzt nicht vorlesen, die weiß eh jeder. Ich gehe davon aus und sonst sind sie halt nachzulesen. Dann, im gleichen Kapitel sind wir im Vers 6, denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Das ist der Verstoß gegen das 6. Gebot. Vers 9. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze und sie lästerten den Namen Gottes und so weiter. Das ist der Verstoß gegen das 3. Gebot. Der Macht hat über diese Plagen und sie taten nicht Buße, um ihn die Ehre zu geben. Das ist Verstoß gegen das 5. Gebot. Dann Vers 11. Und sie lästerten den Namen des Himmels, also sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen. Das ist wieder Verstoß gegen das 3. Gebot. Und wegen ihrer Geschwüre. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Wieder Verstoß gegen das 5. Gebot. Ja, dann wir sehen Vers 13. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten 3 unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen, aus dem Maul des falschen Propheten. Das ist der Verstoß gegen das 9. Gebot. Dann Vers 21. Und ein großer Hagel mit 10 schweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Das ist der Verstoß gegen das 1. Gebot. Also wir sehen hier, es wird eigentlich im Kapitel 16, Vers 9, Ende, bis dahin, die ganze Schöpfung wird zerstört. Und wir können dann nicht sagen, dass die Gebote sind nicht mehr gültig. Ja? Es ist nur ein großer Unterschied. Ich halte nicht die Gebote, weil ich Jesus ein bisschen helfen möchte, nämlich sein Todesopfer am Kreuz
reicht ja nicht. Ich muss dazu die Werke tun und Gesetz halten. Das ist nicht der Punkt, weil das wäre die falsche Motiv. Das sind die Pharisäer. Gibt es leider heute auch noch, ja? Die gewisse Dinge auf deine Rücken auflegen und du darfst das nicht machen, du darfst das und das nicht essen. Ja, es steht auch im Timotheusbuch, ja, dass sowas nicht geht. Ja, Gott hat alles rein und heilig erschaffen und durch das Gebet wird alles rein und heilig. Also man darf alles essen, was man möchte, im Glauben zu Gott. Aber die Gebote sind deswegen wichtig, weil ich erlöst bin. Das ist immer die Antwort auf die Erlösung. Das ist meine Antwort und mein Teil auf das Liebe, auf die Liebe, was Gott uns erwiesen hat durch Jesus Christus. Also das möchte ich noch betonen. Die Erlösung ist geschenkt. Das ist Gnade, nur durch Jesus Christus und nur durch Glaube. Ja? Aber die Werke sind wichtig. Und die Werke hat mit Erlösung nichts zu tun. Das hat damit zu tun, welchen Lohn ich bekomme im Himmel. Ja? Das sind die Werke, dass ich die andere liebe. Und man kann nicht leise lieben. Man soll in der Tat lieben, vergeben, versöhnen und lieben und helfen. Nicht nur sagen, ja, ich bete für dich. Nein, das ist keine Werke. Du kannst etwas Richtiges tun, wo du die andere einen Weg erleichterst, ja, da steht ja geschrieben, eine trage den anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So seid reichlich gesegnet, das wollte ich noch euch gerne mitgeben und ich wünsche euch noch einen gesegneten Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.